Es gibt ja manche Projekte bei Jugendhack, da höre ich den Titel längst schon, ich möchte unbedingt die auslösende Geschichte dahinter eigentlich sehr gerne hören. Mal gucken, ob wir sie jetzt hören. Jule und Anna präsentieren vereinfachte Kommunikation in der Schule. Hallo, wie gesagt, wir sind Anna und Jule. In unserer Gruppe war noch Byakushiki, aber er konnte leider zur Präsentation nicht kommen. Unser Problem war die Anwesenheit in der Schule, weil es sieht in der Praxis nämlich so aus, dass morgens die Lehrer erstmal auf ein Blatt Papier schreiben müssen, wer alles da ist, und dann ins Sekretariat laufen müssen, jeder einzeln, um zu gucken, dass die Leute, die nicht da sind, sich auch wirklich abgemeldet haben. Und das ist uns an all unseren drei Schulen aufgefallen und deshalb wollten wir das ändern. Wir haben eine Webseite gebaut, die jetzt... Okay, schön. Das ist nicht die Webseite. Können wir sonst einfach die mit der Kamera vielleicht kurz auf den Monitor luschern? Nee, haben wir gleich. Ja, und da haben wir halt oben, also die Seite haben wir selber gebaut, und da haben wir halt oben die Anwesenheit stehen. Und dann kann man halt als Lehrer hier raufgehen und dann sieht man da halt die Liste und dann kann man sagen, wenn ich raufkomme, Paul ist da und Karl ist da, der Rest ist krank. Dann sendet man das ans Sekretariat, kann einfach hier auf die Überschrift draufklicken und ist wieder im Hauptmenü und dann kann das Sekretariat hier raufklicken und sieht, alle sind abwesend außer zwei. Ja. Ja, also wir haben das mit den Sprachen Flask, JSON, HTML und CSS gemacht. Mit Flask haben wir das Backend gemacht. Mit JSON haben wir die Datenspeicherung gemacht. HTML haben wir für die Struktur der Webseite benutzt. Und mit CSS haben wir... den Style bestimmt. Genau, und wir beide kannten uns davor gar nicht aus und haben mit HTML und CSS gearbeitet und unser Mentor hat uns da total toll rangeführt, also vielen Dank da nochmal, das war echt total toll, weil man hat endlich diese ganzen komischen Sachen verstanden. Wir hatten das Gefühl, wir haben mehr gelernt als in den letzten 5 Wochen in der Schule. Das war wirklich sehr toll. Genau. Die ist wahrscheinlich da oben, oder? Ja. Dann mach mal rüber. Andere Seite. Wir wollen euch jetzt noch kurz das, wie heißt das dahinter? Das Ding. Wir wollen euch noch kurz einen Teil von unserem Quellcode zeigen, weil wir da sehr stolz drauf sind. Yeah! Mach mal rüber. Das ist da oben. Du musst es oben nehmen. Du musst es erst klein machen. Mach mal klein, also das ist nicht die ganze Sache. Vielleicht könnte einer den Quellcode suchen, dem anderen kann ich schon mal was fragen. Wir haben den Quellcode, aber wir kriegen ihn nicht rübergezogen. Kann man es nicht genauso rüberziehen wie das andere mal, auch? Mach mal, mach kleiner und dann, ich kann schon mal antworten. Ich muss mal stellvertretend auf den Quellcode gucken. Er ist wunderschön. was ich mich tatsächlich gefragt habe, also vielleicht habe ich auch irgendwie zu viel schlechten Umgang mit dem CCC oder so, aber ich habe mir auch hier so die Sicherheitsfrage gestellt, dieses, ich stelle mir vor, ich bin Schüler, liege früh im Bett, denke so, anwesend, ich weiß nicht so, wird das sozusagen als Zusatzfunktion vielleicht verkauft, dass ich mich dann da eintragen kann, dass der Lehrer und das Sekretariat so gleich denken? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht, nein, auf gar keinen Fall. Und die andere Frage, weil ich tatsächlich dieses Jahr wieder von Bekannten gefragt wurde, so, wir haben da so 12-Jährigen, soll der vielleicht mal kommen? Und ihr habt ja gerade auch gesagt, dass ihr quasi von null angefangen habt. War das total frustrierend oder würdet ihr jedem empfehlen, der sich fragt, ob man das mal ausprobieren soll, dass man es machen soll? Also ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen, der sich irgendwie dafür interessiert, es einfach auszuprobieren. Und man kann da nicht viel falsch machen. Thank you.
Sehr schön. Vielen Dank.